Hallo! Der legendäre Schachweltmeister Akira Kato erleidet eine demütigende Niederlage gegen einen Computer und verliert den Titel an eine Maschine. Die Psyche des Mannes hält das nicht aus und er verliert sich in Obdachlosigkeit und Alkoholismus. Um wieder an die Spitze zurückzukehren, steht ihm ein schwieriger Weg bevor, der voller Rätsel und schockierender Ereignisse ist, die ihn an der Realität der Geschehnisse zweifeln lassen. Schach ist ein Spiel, bei dem man sich von allen Emotionen befreien muss, damit der Geist klar und ruhig bleibt. Jede Figur muss bereit sein, sich für das gemeinsame Ziel zu opfern, den Fall des gegnerischen Königs. In der großen Halle findet das Schachspiel des Jahrhunderts statt, ein Kampf zwischen einem Computer und einem Menschen. Die Uhr zählt unerbittlich die Zeit des Mannes herunter, der nur 3 Züge pro Sekunde berechnen kann. Das ist unbedeutend im Vergleich zu den 200 Millionen Berechnungen des Computerprogramms Super Blue. Mit zittrigen Händen greift der Weltmeister nach seinem König. Der Mann erleidet eine Niederlage und fasst sich an den Kopf, überwältigt von Groll und Scham. Das Publikum lacht über ihn und der Kommentator macht spöttische Bemerkungen. 3 Jahre später wacht ein Betrunkener mit der Flasche Schnaps aus der letzten Nacht in der Hand in einer mit Müll übersäten Gasse auf. Um ihn herum liegen andere Landstreicher. Vor ihm sieht er ein paar Männer in schwarzen Anzügen. Sie packen ihn unter den Armen und schieben ihn in ein Auto, das ihn zu einem Wolkenkratzer bringt, wo sie ihn in einer mit Statuen geschmückten Halle zurücklassen. Hinter einer von ihnen taucht ein alter Mann auf, der sich auf einen Stock stützt. Der reiche Mann sagt, er sei auf der Suche nach einem bestimmten Mann und deutet an, dass der Betrunkene ihm helfen könnte. Langsam wandert der alte Mann durch den Raum und erzählt von Kato, dem einzigen Japaner, der jemals den Titel des Schachweltmeisters gewonnen hat. Der alte Mann nennt den Mann eine Legende, weil kein Mensch es je geschafft hat, ihn zu schlagen und nur eine Maschine den Champion besiegen konnte, was den ersten Präzedenzfall seiner Art darstellt. Unfähig, die Schande zu ertragen, verfluchte der bis dahin unbesiegte Champion das Schachspiel und verschwand spurlos. Der Betrunkene fragt den Alten, was er tun wird, wenn er den Gesuchten findet. Er antwortet, indem er ein Taschentuch vom Schachbrett reißt. Anhand von Katos Reaktion erkennt der Millionär, dass er sich nicht geirrt hat. Er erklärt dem legendären Spieler, der selbst verloren hat, dass er in dem unglücklichen Match viel Geld auf ihn gesetzt und ein Vermögen verloren hat. Da Kato aber keinen Pfennig besitzt, will er als Entschädigung nur ein einziges Spiel gegen den ehemaligen Champion spielen. Kato wehrt sich und sagt, er sei fertig damit, aber der Millionär entgegnet, dass er nichts zu verlieren habe, außer den Figuren auf dem Brett. Das funktioniert nicht. Also erklärt der alte Mann, nicht zu spielen hieße die Niederlage einzugestehen und streckt seine Finger aus, um den weißen König zu stürzen. Die Erinnerungen und der Ärger über die Niederlage überwältigen Kato. Er hält die Hand seines Gegners auf und ruft seinen Zug aus, indem er einen weißen Bauern nach vorne schickt. Das Spiel hat begonnen. Der schwarze Bauer trifft in der Mitte des Brettes auf den weißen Bauern, aber bei seinen Zügen scheint der zwielichtige alte Mann die Tipps zu nutzen, die er durch einen Hörer erhält, den er vor Kato versteckt. Da er keinen Verdacht schöpft und davon ausgeht, dass sein Gegner schwach ist, setzt sich der Protagonist nicht einmal an den Tisch und ruft weiterhin die Züge aus seinem Gedächtnis auf. Während des Spiels spricht der alte Mann weiter und spricht Kato auf seine Gefühle an. Er vergleicht Schach mit einer Schlacht auf einem echten Schlachtfeld. Er stellt sich vor, dass die Figuren Soldaten sind, die den Schmerz und die Qualen ihres Todes auf dem Brett spüren. Der Rivale setzt seinen psychologischen Angriff fort, indem er argumentiert, dass auch normale Stadtbewohner am Spiel um Liebe oder Unternehmertum teilnehmen und dabei ihr Leben opfern. Kato ist verärgert und fordert ihn auf, die Etikette des Spiels nicht durch unnötiges Gerede zu verletzen. Der Millionär kommt zu dem Schluss, dass sich alle Menschen danach sehnen zu gewinnen und fragt Kato, wie er sich gefühlt hat, als er gegen die Maschine verlor. Der Mann antwortet, dass es unerträglich schmerzhaft war und dass er diesen Tag nie vergessen wird. Ein unkontrollierbarer Brechreiz beim Anblick einer Schachzeichnung bestätigt seine Worte. Als nächstes spricht der alte Mann ein sehr persönliches Thema an und merkt an, dass Kato einen Psychiater und keinen Alkohol brauche, weil er das Schachspiel nie wirklich aufgeben kann. Er möchte eindeutig zum Spiel zurückkehren, aber er könne es nicht, weil er Angst hat, erneut zu verlieren. Also richtet er sich selbst und seinen Geist langsam zugrunde.
Die Emotionen überwältigen den Ex-Champion erneut und plötzlich beginnt er seltsame Dinge im Fenster zu sehen. Die Passanten unter dem Fenster erstarren in genau der Stellung, die sich auf dem Schachbrett gebildet hat. Der alte Mann nimmt mit seinem Zug einen Bauern heraus und auf der Straße sticht der Mann in Schwarz auf den Mann in Weiß ein. Das erschreckt Kato und er fragt seinen Gegner, ob er sich das nur einbilde. Daraufhin sagt der alte Mann, er solle rausgehen und es selbst überprüfen. Die Szene auf der Straße ist unverändert und die Menschen stehen still. Kato zieht ein blutiges Messer aus dem Körper eines verwundeten Mannes. Vor seinem Tod fragt der weiße Bauer seinen Befehlshaber, was sein nächster Zug ist. Die anderen Figuren verschwinden und lassen den Helden in der Mitte des Platzes mit einer Leiche und einem blutigen Messer in den Händen zurück. Eine Frau schreit und zeigt mit dem Finger auf Kato. Der Mann weicht zurück und behauptet, er sei nicht schuld an dem Tod. Der Held landet in einer psychiatrischen Klinik und hat einen Termin bei Dr. Tomoda. Er erzählt von dem Vorfall und der Arzt, der ihn vor 3 Jahren nach seiner Niederlage eingewiesen hat, weist darauf hin, dass er Ähnlichkeiten mit seinen Albträumen hat, in denen er von riesigen Schachfiguren angegriffen wurde. Kato erinnert sich auch daran, wie seine Frau versuchte, seine Ängste zu lindern, aber er lehnte ihre Hilfe jedes Mal ab. Die Bilder in Tomodas Praxis zeigen 3 Personen, die vor einem Schachbrett sitzen. Der Arzt selbst, Kato und seine Frau. Sein alter Bekannter und die Frau haben auf ihn gewartet und ihn gesucht, nachdem der Held in einem Anfall von Scham und Verzweiflung das Haus verlassen hatte. Er hielt sich der Rolle des Ehemanns und Beschützers nicht mehr für würdig. Der Psychiater argumentiert, dass die Selbstaufopferung für den König nur auf dem Brett stattfindet und dass es wichtig sei zu erkennen, wo das Spiel endet und das Leben beginnt. Plötzlich wird seine Rede von einem Faxgerät unterbrochen. Auf einem Blatt Papier befindet sich ein Schachbrettmuster, das mit der immer gleichen Frage übersät ist. Was ist der nächste Zug? Der Mann gibt Kato das Blatt und der Mann schreit die Antwort ins Leere und schickt einen weiteren Bauern vor. Der Arzt lacht und sagt, dass sich die Person am anderen Ende der Leitung einfach nur verwählt habe und niemand mit seinem Patienten spielen wolle. Doch zu Tomodas Überraschung sind alle Seiten des Buches in seinen Händen mit demselben schwarz-weißen Muster bedeckt. Die Grenze zwischen Spiel und Leben ist völlig verschwunden. Das Faxgerät produziert ein neues Blatt, das die aktuelle Stellung auf dem Brett und den Spielzug des Gegners zeigt. Die schwarze Dame schlägt den weißen Springer. Tomoda krümmt sich vor Schmerzen und fällt zu Boden. In seiner Hand hält er eine Tasse mit dem Logo der Kaffeekönigin. An der Wand sieht Kato ein Foto, auf dem der Arzt auf einem Pferd reitet. Der Held ruft nach einer Krankenschwester, aber stattdessen wird die Bürotür von einer schwarz gekleideten Frau aufgeschwungen. Kato versucht zu fliehen, trifft aber den Jungen in Schwarz, der ihn ebenfalls nach seinem nächsten Zug fragt. Diesmal führt der Schachspieler den König vor. Der Junge droht dem Mann, indem er ihm die Zeichnung eines geköpften Champions auf einem Laken zeigt. In Panik versucht Kato zu fliehen und hört nur noch die Worte des alten Mannes in seinem Kopf. Das sind nur Figuren. Aber ihr Tod ist real. Auf dem Parkplatz findet er ein offenes Auto und die Schlüssel sind auch da. Aber das Auto stellt sich auch als Teil des Spielfelds heraus und fährt diagonal wie ein Läufer. Das ist der nächste Zug im Spiel. Der Held steigt aus und steigt in das Auto in der Ecke, den Turm, aber es springt nicht an. Jetzt ist sein Gegner am Zug. Kato erschrickt, lässt die Autos hinter sich und geht zu seinem Haus, das die Form des Turms hat, den er im Spiel verloren hat. Das Haus steht nun zum Verkauf. Der Mann erinnert sich an die Königin auf dem Brett, seine Frau. Der Held kehrt zum Haus des Millionärs zurück und fragt, wo seine Geliebte ist. Kato will aussteigen, er ist nicht bereit, ihr Leben zu opfern. Aber der alte Mann findet einen Weg, ihn erneut zu verunsichern, indem er ihn an seine peinliche Niederlage erinnert und ein wütender Kato setzt sich an den Tisch, um das Spiel fortzusetzen. Es bleiben immer weniger Figuren übrig und bald ist Schwarz dazu verdammt, in 2 Zügen matt zu sein. Doch der alte Mann gibt nicht auf und fragt, ob Kato bereit sei, ein Opfer zu bringen. Die Leibwächter erscheinen und packen den Schachspieler erneut unter den Armen. Er wird ins Stadion gebracht, wo wieder einmal Menschen anstelle von Figuren auf einem riesigen Brett stehen. Der Millionär erzählt die Geschichte des grausamen arabischen Prinzen, der sich damit vergnügte, mit dem Leben von Gefangenen Schach zu spielen. Neben dem Brett liegt ein Berg von Leichen, die aus dem Spiel genommen wurden. Die Situation ist offensichtlich. Um den Sieg zu erringen, muss Kato die weiße Dame unter den direkten Beschuss des Gegners bringen. Das ist seine Frau, der die Hände auf den Rücken gefesselt sind.
Der Held muss zwischen dem Sieg und dem Leben seiner Geliebten wählen. Und damit der Mann sich an die Regeln hält, lassen ihn die Scharfschützen oben in der Arena nicht von seinem Platz auf dem Brett, der vom weißen König eingenommen werden sollte, wegziehen. Der alte Mann hingegen nimmt den Platz des schwarzen Königs ein. Entgegen den Gesetzen des Schachs bewegt Kato sich selbst, den weißen König, um die Dame vor einem Turmangriff zu schützen und wird dabei ins Herz gestochen. Sein König wird erneut besiegt und fällt auf das Brett. Der alte Mann applaudiert und die scheinbar toten Schauspieler stehen auf. Alle, denen Kato an diesem Tag begegnet ist, stimmen in den Beifall ein. Psychiater Tomoda erklärt, dass dies Teil der Schocktherapie sei, die den Mann zu einem normalen Leben und zu neuen Siegen auf dem Schachfeld zurückführen soll. Und der Millionär hat für diese Leistung bezahlt, weil er sich für das Schicksal des Mannes verantwortlich fühlte. Es war sein Geld, das den Super Blue Computer geschaffen hat, der den Champion besiegte und seine Psyche zerstörte. Doch eine weitere Überraschung erwartet Kato. Die ganze Zeit über hat er nicht mit dem alten Mann gespielt, der im Schach schwach ist, sondern mit einem Supercomputer. Der Millionär hatte nur Figuren bewegt und über einen Ohrhörer Anweisungen von Super Blue erhalten. Er wünschte sich von ganzem Herzen eine Revanche für den Kampf zwischen Mensch und Maschine, aus der Kato als Sieger hervorgehen würde. Es stellte sich heraus, dass der Held den Computer schlug, ohne es zu wissen. Ein Matt in zwei Zügen wäre unvermeidlich gewesen. Kato erwidert, dass er den König geopfert und damit verloren habe. Aber jetzt ist er nicht mehr verärgert darüber, denn er hat erkannt, was ihm wirklich wichtig ist. Er bittet seine Frau, ihm zu verzeihen und ihm eine neue Chance zu geben. Aber der alte Mann erklärt, dass der Mann durch seine Selbstaufopferung einen Zug gemacht hat, den der Computer nicht vorhersehen konnte und dass er deshalb überhitzt ist. Keine Maschine ist in der Lage, Liebe zu berechnen. Kato kommt zu dem Schluss, dass Schach zwar ein emotionsloses Spiel ist, bei dem man alles opfert, um den Gegner zu besiegen, dass aber im wirklichen Leben ganz andere Regeln gelten. In diesem Spiel hängt alles vom Teamgeist, Mitgefühl und der Liebe ab. Wie immer findest du den Namen des Films in der Videobeschreibung. In der Zwischenzeit lass uns in den Kommentaren wissen, ob du deine Niederlage mit Würde akzeptieren könntest oder sie dich aus der Bahn werfen würde. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und dem Video ein Gefällt mir zu geben, damit weitere tolle Geschichten veröffentlicht werden.